Dieses Video wird präsentiert von RetroPlays.com, dem Online-Marktplatz mit fairen Preisen für alte als auch neue Spiele. Dazu gibt es eine kostenlose Sammlungsverwaltung, bis Ende 2019 keine Verkaufsgebühren und jeder, der bis zum 24.12. ein Spiel einstellt, kann 500 Euro gewinnen. Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf gregs-rpgheaven.de zu einer ganz besonderen Session von Super Mario Maker 2 oder sollte ich besser sagen Legend of Zelda Maker 2 oder 1. Je nachdem. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber vor kurzem gab es ein Update für den Super Mario Maker 2 Version 2.0.0 und die hat unter anderem ein neues Tileset hinzugefügt, also einen neuen Bausatz an Elementen. Die es uns ermöglichen, unter anderem Legend of Zelda-artige Level zu erstellen und spielen. Und was ich im heutigen Video machen möchte, ich habe vorab ein paar Webseiten durchsucht und da gab es einige Empfehlungen von solchen Legend of Zelda gebauten Leveln. Die wollen wir uns heute einmal angucken. Es sollen einige der besten, jetzt sein, wenn nicht sogar die besten. Und was ich auch gerne von euch haben wollte, wir werden jetzt gemeinsam spielen und schauen, wie kreativ die Leute hier gewesen sind. Gerne auch entweder eigene Level, die ihr gebaut habt, oder Vorschläge von eigenen Leveln unten in die Comments reinschreiben. Wir gehen mal zum ersten hier drauf. Short and Easy Zelda Level. Die sind alle unterschiedlich. Manche sind kürzer, manche sind schneller. Der hat eine vergleichsweise geringe Abschlussrate, aber wir werden mal sehen, was das für eine Art jetzt hier ist. Wir werden auch uns gleich nochmal die Steuerung ein bisschen angucken. Wie gesagt, gerne auch in die Comments mit rein, Empfehlungen und so weiter, die Sachen, die ihr habt. Also wir beginnen als Mario, aber da seht ihr, ich habe das Master Schwert aufgenommen und es ist motherfucking Link draus geworden. Ja, das Link Sprite von Legend of Zelda. Ich kann mit dem Schwert jetzt hier stechen. Das ist quasi funktioniert wie eine Art Pilz. Wenn ich vom Gegner berührt werde, dann bin ich wieder Mario, also muss ein neues Schwert einsammeln. Ich habe die Möglichkeit, mir nach oben und Y eine Bombe zu haben, entweder zu werfen, was ich glaube ich jetzt auch hier machen muss. Moment, wir probieren es mal. Ich kann sie werfen oder ich kann sie ablegen, ich nehme nach unten oder Steuerkreuz mache, um das hier zum Beispiel anzustellen. Ich kann die Y-Taste gedrückt, ja, welche oder welche Taste war es? Ach ja, warte mal, mit der R-Taste können wir hier den Bogen werfen lassen, indem wir nach oben und unten hier gehen. Ich habe eine Stampfattacke und wo konnten wir uns das anzeigen lassen? Hier mit Y-Steuerung, genau, hier steht das noch einmal alles. Ist es hinzugefügt? Hier genau. Also Schwertschwingen, Spin-Attacke, das haben wir von unten gemacht. Das haben wir noch gar nicht gemacht. L halten und dann Y ist die Sprint-Attacke. So war das genau. Wir wollen ja laufen und sprinten. Pfeil schießen, Bombe hervorholen, Bombe platzieren, Schild heben. Okay, also das sind die Sachen, die wir gesehen haben. Schild hervorhalten, aber gedrückt halten, habe ich die Laufattacke hier. Das, was wir machen wollten. Und wir haben uns hier durch den ersten Part bekämpft. Das Ding können wir nicht weghauen. Aber wir können... komme ich da hoch? Okay, dann haben wir das hier mal ausgemacht, um auf Nummer sicher zu gehen. Okay, das ist schon mal sehr knifflig, finde ich gerade. Ich sehe auch, warum die Abschlussrate so gering war. Lass mal kurz gucken, wem wir... Okay, wir müssen den da... Moment, ich sehe gerade, ja, ich hätte vielleicht den hier machen sollen. Genau, dass das Ding hier runterkommt. Und jetzt wieder rum. Das bleibt nämlich dann so stehen. Ich verstehe. So wird es natürlich um einiges leichter. Nachdenken und natürlich hier machen und tun ist was anderes. Wir haben jetzt hier oben, es geöffnet durch den P-Block. Na, P-Block, komm. Und wir hat uns hier erwischt. Und warte mal, ist das hier gerade etwa... Haben wir dadurch den Level gerade beendet? Holy shit! Alter, das ist ein Kill, oder? Ich komme hier nicht durch. Scheiße, ich hätte mich volle Pulle beeilen sollen, ne? Na gut, dann starten wir den Level neu. Ich sehe schon, ne? Die fangen nicht allzu easy an bei den 30% Abschluss. Aber das kriegen wir besser hin. So, einen Moment. Machen wir dann hier hin. Dann sehen wir den jetzt da. Der springen wir rauf. Mein Freund. Auch wenn du wieder auftauchst. So, geh erstmal hoch. Dich treten wir auch einmal an.
Ups. So. So haben wir dich hier. Alter, das ist nicht dein Ernst, oder? You're not serious about this. Okay. Noch ein Neustart. Fuck. Wie sind wir denn jetzt so weit gekommen? Scheiße, ich wollte eigentlich die Level voll easy hier durchmachen. So. Ein hoch, ein dahin. Den haben wir vorhin mit der Bombe erwischt. Deshalb war der nicht da wahrscheinlich, ne? So. Geh mal dahin. Da haben wir dich da hingepackt. Na? Okay. Guck mal, es geht auch noch dahin. Okay. Dann lass mich doch einmal schauen, was wir hier anstellen können. Ach, okay, hier hätten wir... Ach, fuck, hier hätten wir ein Ersatzschwert gehabt und da wären Münzen gewesen. Kriegen wir denn hier mit dem Off irgendwas hin? Nee, das ist dafür für den Fall, dass das Ding zu ist. So, dann müssen wir gleich mal schnell machen. Ich soll mich mal bequem hinsetzen. Okay, los. Okay, puh. Immerhin. Okay, rutschen können wir nicht. Das habe ich mir zwar so ein bisschen so erhofft, dass es geht. So, warte mal, können wir den wegsäbeln? Okay, das finde ich immerhin ganz gut, dass die Möglichkeit hier ist, dass wir da noch säbeln können, wenn denn nötig. Okay. Und hier hätten wir schnell machen müssen, ne? Damit wir den Schlüssel noch bekommen. Aber wir haben natürlich jetzt nicht mehr unser Link-Outfit. Ich hoffe... Uff. Ich hoffe, dass es wieder erscheinen tut. Wenn wir die nächste Session hier haben. Ah, aber wir haben den Level geschafft, immerhin. Okay. Level Nummer 1. Fand ich jetzt noch nicht so mega prall, muss ich sagen. Das ist ein interessanter Ansatz. So diese Einbahnstraßen hätten nicht unbedingt... sein müssen, finde ich. Aber gut, das war ja so zum Eingewöhnen. Short and easy. Ja, war nicht so mega hart. Dann nehmen wir doch den nächsten Level. Der heißt Beginner Hero Training. 1,27 ist der bisher der Rekord. 44% Abschlussrate. Lass uns den mal probieren. Aus Japan. Die Codes seht ihr übrigens da auch oben alle eingeblendet, falls ihr selber mal ausprobieren wollt. Also, let's do this. Da ist es. Das Masterschwert. Die Höhle, alles voll hier. Ein bisschen so, als ob wir gerade bei Ocarina Richtung Dekobaum gehen sollen, oder? Ja, wir sind schon quasi tief im Dungeon drin eigentlich, ne? Okay, warte mal. Ah, das Schwert nehmen wir einmal mit. So. Pluff. Ah, das war schon ganz geil. This I liked. Also, ganz im Ernst, auch wenn es natürlich das Zelda 1 Set hier ist, was man hat. Sehr schön. Auch wenn es das Zelda 1 Set ist, was man hier hat. Es hat ein bisschen Adventures of Link Feeling, ne? Ah, warte mal, das Laufen ist hier angesagt. Wobei, warte mal, hier so runter und laufen. Ich wusste es. Das ist der Trick, den man hier hätte machen sollen. Ja, warum nicht dann auch richtig den Adventures of Link Sidescrolling Link dahin packen, sondern dieses ganz alte Zelda 1 Modell. Können wir ja hier runtergehen. Und warum nicht auch nochmal für die... Oh, schön die Dungeon-Musik her, ey. Nochmal für die anderen Teilsets, also für den Super Mario 3, Mario World, New Super Mario Brothers Look. Nochmal hier hin machen. Okay. Pampernstraßen Dungeons. Ach, da kann ich durch. Ah, so dass ich nochmal probieren kann, ne? Ah, ich muss laufen. Ah, ich verstehe. Das musste ich machen. So. Die müsste ich eigentlich so kriegen können. Nein, kriege ich nicht. Holy shit. Okay.
Die kriege ich nicht. Okay, wie kriege ich den denn da? Okay, jetzt habe ich mal gedamaged boostet. Dann war es wirklich der Damage Boost anscheinend. Okay, ja, Damage Boost. Der gefällt mir schon ein bisschen mehr. Das ist schon ein bisschen anspruchsvoller hier, ne? Gefällt mir mehr als der davor. Ich glaube, jetzt können wir runter. Nur aufpassen, dass wir von den Bomben nicht getroffen werden. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich glaube nicht, dass es ganz der Rekord wird. Aber wir schaffen es trotzdem. Ja. Deswegen ist natürlich jetzt exemplarisch 8 Level. Ich hoffe, dass wir auch einige mega geile drin finden. Den finde ich bisher ganz solide. Oh, na, oh. Ist fast eine Triforce, ne? Aber fast. Dass wir da auch ein paar geile drunter finden. Aber ich würde natürlich gerne auch Vorschläge von euch dann mal haben wollen für eine weitere Session. Wir haben hier einiges an Türen. Die erste haben wir gemacht. Das war jetzt nicht so fresh, habe ich das Gefühl. Okay, also. Wir sprengen den Weg mal auf. Wir machen den Switch. Wir nehmen die Delayed Bombe. Da müssen wir hier oben auch die Bombe nehmen. Den Delayed Switch. Hier machen wir es wieder zurück. Ah, ich verstehe. So sollte das reichen. Alles klar. Oh, der gefällt mir bisher ganz gut. Das sind so kleine, fast schon Mini-Dungeon-eske Level. Jetzt hat er andere Reste übrig gelassen. Ein heiliges Kreuz vielleicht, einen Boomerang. Nummer 2. Und dann nehmen wir... Moment aber. Wenn das Nummer 2... Ah, hier geht es doch weiter bestimmt. Ah, aber ein extra Leben akzeptiere ich. Das nehme ich mit. So, also. Ah, warte mal. So, Pfeil und Bogen. Das ist die Antwort. So, ich hoffe, dass das gereicht hat und wir in keine Sackgasse geraten sind. Das war es nicht. Hätte gedacht, dass das die Bombe ist. Okay, dann war es Pfeil und Springen. Uff. Okay. Ah, wir können es so holen. Okay. Gut, 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 gut. Ich dachte schon, das wäre hier möglich. So. Ah, ich glaube, ich habe auch eine Idee. Oh, das war aber ganz geil. Das gefiel mir gerade sehr gut. So ein richtiger... Das ist eine richtige Kurve, die das Ding bestritten hat. Und jetzt? Der Schlüssel! Da ist er! Jawohl! There is the key. Ist das der Level? Das sollte sein. Hoffentlich noch. Nein, es geht weiter. Oha. Oh! Link mit der... Stachimütze. Stachimützenlink. Ja, das ist natürlich geil. Oh, what the fuck? Na, komm her. Ich mach dich fertig mit Pfeil und Bogen, mein Freund. Ui.
Falls das denn ausreichen sollte. Oh, fuck. Das war fast. Okay, lass mich. Vorsichtig. Oh, what? Ja, lass mich das so machen. Wenn es zu lange dauert. Er wird ja getroffen. So. 34 Sekunden, fuck. Richtiger Bosskampf hier mit dabei. Holy shit, das war in Dodongos Höhle. Ah, ich hätte oben noch den. Ja, ey, das war ein sehr guter Level. Der gefiel mir echt gut. Der war top. So schön. Ich will, wenn ich Mario Maker Level spiele, da spiele ich ein bisschen weniger die Puzzle Level. Kann ich dem hier eigentlich ein Herzchen geben oder so? Nein, wenn ich die runtergeladen habe, glaube ich nicht. Wir probieren den nächsten Two Heroes. Wenn ich den normalen Mario Maker Level spiele, ich mag diese 20 oder 30 Sekunden Runner, um einmal kurz seinen Skill zu zeigen. Die Puzzle ein bisschen weniger. Aber hier will ich ja lieber die Puzzle haben. Select. Ich habe Select gedrückt. Select. Mario. Link. Ah, Mario, Link. Ah, ob ich mit Mario oder mit Link machen will. Okay, ich möchte mit Link, bitte. Ah, ist ein Level, wo man mit beiden machen kann, ne? Wahrscheinlich. Jetzt bin ich schwarz-weiß Mario geworden. Okay. Ich dachte, ich hätte Link ausgewählt, aber ich habe jetzt die Mario-Variante. Da ist mal kurz gucken. Ich starte den Level mal neu. Dann nehme ich mal das andere, weil ich würde den gerne als Link natürlich spielen, wenn wir hier ein Zelda-Special machen. So. Ah, okay, das heißt die blauen. Und dann komme ich jetzt da raus. Nee. Ich bin verwirrt, dezent. Dann doch das andere. Dann nicht durch die linke Röhre, sondern... Okay, jetzt ist Mario an, jetzt ist Link an. Das heißt, ich komme jetzt durch die Linkröhre raus, ja? Alles klar, das wollten wir doch. Ja, cool, ey, auf beide Arten machbar. Achso, warte mal. Ja, das ist natürlich ganz geil. Das ist, das gefällt mir. Das ist Kreativität, Leute, ne? Warte mal, das kriegen wir doch. Ich glaube, ich kann Bomben hier durchwerfen. Explodieren die jetzt so? Ah, okay. Ja, gut. Wenn es der ist. Aber das extra Leben ist... Oh, das extra Leben ist holen wir uns. Scheiße. Haben wir uns nicht ganz geholt, ne? Egal. Aber so war die Lösung. Alles klar. Durch die Bombe hat es dann noch Kontaktschaden gemacht. Okay. Okay, nice Stein. Okay, das sollte auch reichen. Sehr gut, wir haben den Schnee wegge... Oh, holy shit. Oh. Okay, hier können wir wahrscheinlich nicht runter. Oh, okay, ich verstehe nicht ganz. Können wir denn hier wieder... Warte mal, also... Ich kann hier nicht durch mit meinen Pfeilen. Ich kann nicht durch mit meinen Bomben. Kann ich hier nicht durchlaufen. Was ist denn dann des Rätsels Lösung? Weil Mario-technisch, glaube ich, hätte ich das relativ easy...
Was könnte denn hier die Lösung sein? Ich kann ja hier auch nicht oben eine Bombe da durchpacken. Hier durch geht auch nichts. Und hier runter konnte ich auch nicht. Ah, Moment. Kann ich den Stampfi vielleicht auf irgendetwas machen? Stampfi bringt auch nichts. Der wirft seine Schneebälle, ne? Nee, dann weiß ich es tatsächlich nicht, ne? Oder fehlt mir irgendwas von der Steuerung? Dann habe ich leider keine Ahnung, was hier das Richtige wäre. Der Stoß nach unten, das dem falsch ist, die Bombe hervorholen. Ah, vielleicht den Schild heben? Oh, könnte es das sein, dass es durch den Schild dann wieder zurückgeht? Oh, das ist es, das ist es. Okay. Oh, ey. Gut, dass wir nochmal in die Steuerung geguckt haben, ne? Sonst wäre ich recht perplexiert hier gewesen. So, volle Pulle. Jetzt haben wir... Ah, jetzt sind wir gewechselt zu Mario. Okay. Aber der Schlüssel ist da oben. Okay, war das ein forciertes Wechseln? Kann natürlich auch sein, dass der eine Bereich einen so rausbringt und der andere so. Hat er mich gerade zum Anfang des Spiels wieder rausgeworfen? Der hat mich zum Anfang geworfen, oder? Du hast mich zum Anfang geworfen, du dumme Sau. Okay. Na gut, bei Mario dürfte es ja ein bisschen verständlicher sein, was wir hier machen. Wir müssen mal die andere Variante anschauen. So. Mario kennen wir uns ja auch ein bisschen aus. So, machen wir hier schnell. Okay, so geht das. Einfach mal hier den Turbo Boost Mode. So, und dann haben wir hier unseren Freund. Also, jetzt geht's hier anders natürlich. Okay, warte mal, wenn wir drauf springen, gehen die wieder zurück, ne? Aber sie machen ihn nicht tot. Aber der Link hat sich ja sofort gelöst, ey. Stellst du mich vor zwei Probleme, ey, mein Freund. Ah, Moment, kann ich da vielleicht... Nee, das geht auch nicht, ne? Weiter hinten. Nur das Frageding, ich kann auch nicht... Ab. Ja, danke sehr. Es wäre einfach nur laufen gewesen, ey. Ah, jetzt habe ich... Geil, jetzt habe ich den Schlüssel als Link. Dankeschön. Bisschen verwirrend, muss ich sagen. Aber ich hoffe, ich habe es jetzt gepackt. Holy shit. Thank you.
Okay. Ah, okay. Muss den Wechsel machen, ne? Okay, das finde ich jetzt tatsächlich recht clever, dass man, um das Rätsel lösen zu machen, zwischen Link und Mario hin und her wechseln muss. Jetzt haben wir wieder zu Mario hergewechselt. Und wir haben es geschafft. Okay, interessant. Hat mich ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht, ob das ein forciertes Zurückgehen an den ersten Level, also an den Anfang war, damit man auch den Anfang einmal spielt. Aber es heißt ja Two Heroes, ne? Let's Clear Puzzle bei Mario und Link. Finde ich eine super Idee. Finde ich eine super Idee. Bei der Umsetzung bin ich noch nicht ganz so mega warm geworden, aber der Rest passt. New Zelda Original Dungeon haben wir hier. Von Kollege Schnürschuh aus Japan. Oh, okay, das war scheiße. Da müssen wir wieder zurück und das Schwert holen. Aber so ein anderer Remix, der ist gar kein Schwert da, ne? Ja, geil. Okay. Wir brauchen das ja für die Boomba. So, wir brauchen nämlich die Boomba hier. Jetzt kommen wir gar nicht durch. Dann lass uns mal gucken. Wir brauchen hier die Boomba. Zieh durch. Geili. Da müssen wir mal vorsichtig sein, okay. Ja, geil. Auch alle getroffen. Okay, das waren ja die vier Schlüsselmünzen. Finde ich auch eine nette Idee. Finde ich auch eine nette Idee, dass man das so kriegen kann. Okay. Oh, das ist der Dungeon-Eingang, ne? Ein bisschen Zelda 2-Style hier. Huch. Sheesh. Wow. Sag einer doch einem gleich, dass sowas hier passiert. Sag doch einer einem gleich, dass sowas hier passiert. Okay, es geht wieder runter. Holy shit. Habe ich eine Angst bekommen. Okay, ich habe gerade was gewagt, aber es war anscheinend richtig. Ja, ganz vorsichtig. Wow, ist das geil. Ah, nein! Sag das doch einer einem. Sind draußen. Und geschafft. Ja, das war nett und klein. Das ist in Ordnung. Das waren ein paar nette Ideen hier. Hey, das, weil wie viele neue Elemente jetzt hier dazu kommen durch dieses Teilset, ne? Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das so viel ist. Der ist nice. Okay, dann zweite Hälfte. Der Level. Das hat 1 Minute 18, Abschlussrate 37%, aber es muss nichts heißen, wenn es 1,18 ist. Können wir auch 10 Minuten dran hängen bleiben. The Legend of Zelda in Super Mario Maker 2. Also wir starten draußen im Wald, holen uns das Master Schwert. Bisschen alles so gebogene Sachen hier. Ah, plopp. Boomba. Boomba. Weggemacht. Bumba, 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 bumba. Flomp. Und let's do this. Geil. I like it. Bumba. Nee, fein. Oh shit. Komm, geh mal hoch, geh mal hoch. Dann kannst du runter gucken. Aber gut, das war wohl Absicht hier. Boomba. Bringen wir dich hier. Boomba. Ja, wenn man es einmal drin hat, ist natürlich um einiges fixer. Boomba, boomba, boomba. Das war... Zum Glück haben die dran gedacht, wenn jemand so dumm ist wie ich hier. Da. Ups. Flomp. Oh, das hat eine schöne Vertikalität, finde ich jetzt hier, ne? Da hat man ja nochmal hier schön
ein bisschen Power. Okay. Ah, kann Link schwimmen? Puh, ich traue mich nicht zu checken, ob er das kann. Da ist so ein bisschen Dungeon unten, ne? Okay, die laufe ich weg. Boing. Okay, unten. Boing. Das sind Langlaufen und. Plupp. Wir gehen noch nicht in die Tür da oben rein. Ich habe das Gefühl, das ist vielleicht wieder zum Zurückkehren oder so. Oh, der hat einen schönen Flow hier, finde ich. Der hat wirklich einen schönen Flow. So, zwei Türen. Aber ich hole mir erstmal nochmal die Münze. Und hier oben. Oh, zwei Türen. Wahrscheinlich beide für das Gleiche. Ah, Boomsal, mein erstes Leben verloren. Das ist natürlich nicht so nice. Aber zum Glück sind wir hier okay. Dann holen wir es aber auch. Oh, ich wollte doch die Münze holen. Egal. So, dann lass uns mal nicht verarschen hier. Ja, schön. Im alten Stil. Okay, Bumba. Einmal hier drauf. Ich hätte zwar noch mal gucken können, was da passiert, wenn ich da unten sprenge, aber... Ploink, das war es mir lieber. Ah, verdammt. Egal. Oh, und wie ist ein Ansporn? Da auch noch mal ein bisschen extra was zu holen, ne? Mach mal auf. Okay. Da kann ich höchstens einen Blick drauf. Oh! Ah ja, okay. Ist ja sinnig, dass ich das nicht so mache. Durchaus sinnvoll. Und wieder zurück. Ja, diese Schalterdinger sind Hammer. I like it quite a bit. Oh. Hm, Frage ist es. Jetzt bleiben wir drauf. Oh! Mittendrin Musiklevel. Mittendrin ein bisschen Musiklevel, ja geil. Bin ich auch nicht der größte Fan von und geschafft. Ja, nice. Bin ich nicht der größte Fan von, wenn sie einfach so Musiklevel. Und wir gehen zur Triforce auch noch. Wir haben die Triforce gekriegt. Ist das der Hammer? Das ist der Mega-Hammer, würde ich sagen. So, Level 6. Link and the DLC Content. 16% Abschlussrate. Hui, ja. War beknifflig, aber bisher haben wir noch alle geschafft. 16% Abschlussrate ist not so nice. So. Okay. Okay, pff. Das war knapp. Aber ich sehe, warum 16% Abschlussrate. Das ist echt knackig und fies. Okay. Ah, drauf hopsen kann ich auch. Na gut. Ups, da holen wir uns. Komm, gib mir ein Schwert. Oh Gott. Oh, du Kackbratze! Ah, ich war doch so kurz vom Schwert. Wieder vom Anfang, oder? Du Arschgesicht, ey. Wieder vom Anfang. Na gut.
Da haben wir noch ein Schwert. Das holen wir uns aber nicht. So, also. Lauf mal nicht so schnell. So, es wären eh nur drei gewesen, ne? Gut. Da sehen wir schon den Ausgang auf der Seite. Probier's mal mit einer Bombe. Probier's mit noch einer Bombe. Okay. Das ist auch fies, das außerhalb des sichtbaren Bereichs zu machen, ey. Noch eine Bombe. Noch eine Bombe. Und noch eine Bombe. Das sollte reichen, oder? Das ist nicht dein Ernst! Das ist nicht dein Ernst, ey! Du Arschloch! Du dumme Sau! Wirklich, und ich habe gesagt, lauf extra, damit du da nicht irgendwie unten in die Lava fällst oder so beschissen. Und ich, durch das Laufen bin ich in die Lava gefallen. Laufen bin ich in die Lava gefallen, aber gut, jetzt wissen wir es, ja. Okay, der bisher kniffligste Level. Aber ab und zu mal ist das ja auch ganz nett. Verdammter Sack, ey! Dass er da keine Rücksetzpunkte reinpackt. Dreimal reicht. Wollen wir uns auch nicht zu lange aufhalten. Du Arschgesicht, ey. Da war der. Okay. So, eins. Oh, nach oben. Entschuldigung. Falsch rum. Und das muss man jetzt einmal voll machen, ey. Einmal muss man das voll machen. So eine Scheiße. Okay, also nicht zu weit springen gleich. Das ist doch unfair. Habe ich gerade mein Schwert verloren? Ich habe gerade mein Schwert verloren. Ich bin so blöd. Ich habe gerade mein Schwert verloren. Oh, das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht euer Ernst. Holy shit. Mann, ich habe den wieder vergessen. Man weiß ja nie, ne? Man weiß ja wirklich nie. Jetzt bin ich wieder zurück. Das ist Quatsch. Das brauchen wir natürlich nicht. So, komm mal her. Okay, weit weg. Ups. Lassen wir natürlich besser mal. So. Weglaufen. Weglaufen. Weglaufen.
weglaufen. Weglaufen. Zum Glück rumpelt es ein bisschen wieder an den Sound. Weglaufen. Okay. Moment. Wir sind hier? Das ist ja wieder der Anfang. Das ist ja wieder der Anfang hier. Okay. Was verstehe ich jetzt hier dran nicht? Ah, warte mal. Muss ich den jetzt hier nochmal killen? Das ist ein Puzzle, oder? Ich muss den nochmal killen, okay? Okay, das ist also ein Puzzle-Level, ne? Ah, okay, hier unten kann man nicht durch. Hier hinten vielleicht? Nein, das sind nicht zerbrechbare Wände, ne? Ey, und wie ich da einfach nicht reingegangen bin? Alter, das ist ja mega fies. Okay, ich bin einfach nicht in das... Holy shit, was ist denn das für ein Level? Und ich bin da einfach nicht reingegangen, weil ich dachte, da kommt eh der Stachy da raus. Das heißt, das ist gar kein Durchgang. Aber der Stachy war wahrscheinlich vorne schon da. Okay, da brauchen wir gleich eine bessere Methode. Alter Verwalter, ey. Und man denkt, ey, man hat die Lösung. Bumskorb, ey. Okay. Können wir das schnell machen. Und einfach den hier machen müssen, ey. Das ist mega irritierend hier. Okay. Lass das doch lieber so machen. Oh Gott. Das ist nicht dein Ernst, oder? Es gibt ein Zeitlimit. Es gibt ein fucking Zeitlimit. Einmal hoch und runter. Holy shitballs. Was ein Level. Okay, also Fast Kill ist hier auch nicht. Was ist denn die beste Taktik dafür? Ob es einmal so reicht? Okay, was wäre denn die beste Taktik dafür, für unseren Kumpel? Ups. So, also... Ich gehe da ran und mach das gleich mal.
Uch. Okay, wo war der Schlüssel? Wo war die Tür? Die war hier irgendwo, ne? Oh Gott, nicht verpassen jetzt, nicht verpassen. Nicht verpassen. Wo war die Tür? Wo war die Tür? Da ist sie. Oh, ein Glück. Und es ist noch nicht vorbei. Bevor ich da hingehe. Okay, es ist noch nicht vorbei. Alter, ey. Aber jetzt ist vorbei. Alter, fick dich. Ah, aber die Triforce habe ich hoch. Oh, holy shitballs, was war das denn für ein Level? Wie gemein. Aber geschafft haben wir noch zwei nur noch. Hoioioi. Ah, und Sternenfuchs hat ein Herz erhalten. Das ist nice. Das soll ja auch mal spielen. Mein berühmter Level natürlich. Hero's Journey 1.1. Also ist Mario Level 1.1, aber als Zelda Level wahrscheinlich. Achso, warte mal. Wobei, so sehr erinnert er mich nicht jetzt hier in Level 1.1, muss ich sagen. Extra Leben nehmen wir. Achso, geht mal hin. Komm ich hier. Münzen währenddessen. Münzen sind alle gut, Münzen sind alle fein. Warum nicht? Da haben wir ein Fischli. Aber zum Glück haben wir noch ein Schwert hier bekommen. Ja, der Level ist jetzt nach dem letzten. Der fühlt sich ein bisschen Pipifax an im Moment. Aber ich sag auch nur im Moment, ne? Muss natürlich noch nicht so viel heißen. So. Muss natürlich noch... Ja, okay. Ja, der... Ja, ich weiß jetzt nicht so recht, muss ich sagen. Also, der war maximal solide. Sagen wir es mal so. Der war jetzt nicht so... Nicht so krass. Und dann gehen wir mal zu Logical Linking Cave. Och, das sieht wieder so schwer aus. Aber hat eine Abschlussrate von 72%. Ich meine, aber der Rekord ist 2 Minuten. Basco aus Deutschland hat den gemacht. Der gute Basco. Oh, ein Autoscroller. Ist das dein Ernst? Aber schön dargestellt hier mit der Cave. Das finde ich eigentlich ganz nice. Bub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 
Aber die Frage ist es. How? Okay. Das war des Rätsels Lösung. Das war des Pudels Kern sozusagen. Wir müssen die Bombe, die Bumba, da hochbumbern. Ja, nicht schlecht das Rätsel. Not bad. Okay, was geht hier? Das ist nicht vorbei. Okay, das war schon mal einer. Bumba. Okay, das hat es anscheinend gebracht, dass wir hier durch die Tür können. Ich akzeptiere das mal. So. Fast. Jetzt aber. Och, jetzt aber. Krawunkel. Und jetzt? Bumba? Ach, Bumba. Natürlich, Bumba. Logical. Wenn wir hier durch die Tür da aufbauten, aber hm? Wir haben schon mal, oder? Okay. Das bringe ich ja nur noch mal hier raus, ne? Die gleiche Tür. Alright. Kann das Schwert. Ah, nochmal die Bumba. Okay, das kann ich nicht bewegen. Ah, die letzte Bumba. Okay. Und jetzt kommt der danach hoch. Und ich kann... Ich kann den hier machen, okay. Alright, also ich glaube, es ist der hier oben. Alrighty. Okay, das habe ich auch gelöst. Das ist gut. Okay. Ah, und wenn sie weggehen, kann ich durch die Tür, oder? Wenn sie weggehen... Ja. Das war ein netter Effekt. I like this one. Geld! Ah, na ja, gut. Das schöne Ist das richtig? Anscheinend. Okay, Bumba. Bumba war's. Statt Pfeil und Bogen. Ah! Und der Level ist gelöst. Und damit haben wir's. Ja, nice. Aber es war auf jeden Fall schon ein sehr erklecklicher Mix. Mit den Außenleveln, die wir hier hatten. Sehr interessant. Hat mir echt Spaß gemacht, ne? Trotz des Mega-Nerv-Levels hier. Das war der hier, ne? Uiuiuiuiui. Aber geschafft haben wir ihn bei wie viel Prozent? 52 von 1500 haben wir den geschafft. 16,74. Finde ich okay, dass ich ihn geschafft habe, weil ich so gut bin. War aber auch ein bisschen schwierig.
Wie erwähnt, schreibt gerne selbst unten rein Levelcodes. Ne? Also falls euch das gefallen hat, können wir es gerne nochmal wiederholen. Und ich wette, das ist ja alles noch im Aufbau jetzt hier, dass da noch viel mehr dazu kommen und dass die Level noch ein bisschen cleverer und abwechslungsreicher und anders gelagert werden. Ja? Ich bin sehr gespannt drauf. Ich bedanke mich aber fürs Zuschauen. Bleibt gerne dran auf rpgheaven.de für noch mehr Videos wie das hier und auch andere große Sachen über Weihnachten geplant. Bald kommt das Weihnachtsspecial mit 7 Spielen, die es total wert wären, an Weihnachten gezockt zu werden. Auch 2019 haben wir es hier. Nicht vergessen, Podcast-Version auf plauschangriff.de und wenn ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen über einen kleinen monatlichen Support, unter anderem unter patreon.com/rpgheaven, steadyhq.com/rpgheaven oder alternativ unter paypal.me/katius. Wir gehen aufs Titelbild und ich verabschiede mich und sage Tschüss. Bis dann.